Es ist schon wieder Sonntag. Ja. Und diesmal begrüße ich euch, weil wir haben heute einen ganz besonderen Tag. Denn heute begleitet ihr uns, wie ich einem sehr besonderen Kunden ein Auto ausliefere. Genau. Und wer der Kunde ist, und ja, das seht ihr gleich, denn wir nehmen euch jetzt mit und gehen mal in die Auslieferungshalle und zeigen das Prozedere, wie das genau abläuft, wenn ihr ein Auto bekommt. Ich würde sagen, alles andere wie immer, erst einen Espresso austrinken und dann legen wir los. Ich glaube, der Kunde wartet schon. Der wartet bestimmt schon, ja. So, wir sind jetzt in der Auslieferungshalle bei Lux Sportivo und wie man sieht, es ist ein wunderschönes Auto zu übergeben und ich möchte jetzt euch den Kunden einmal vorstellen. Der Frank! So. Ja, da bin ich! Ja, jetzt müssen wir natürlich mal aufklären. Das Rätsel ist Lösung. Was passiert hier jetzt? Genau, was passiert heute hier? Den Frank habe ich sehr, sehr lange überzeugen müssen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Frank hatte die Möglichkeit, einen der letzten F8 Spider zu bestellen. Und da hat er natürlich nicht lange gezögert und hat gekritzelt. Und nun haben wir hier einen wunderschönen F8 Spider, den ich dir heute übergeben darf. Und ich freue mich sehr. Genau, also heute ist Tag der Auslieferung. Ich habe das Auto natürlich schon mal gesehen, weil klar, der wurde hier abgeladen und ich bin ja jeden Tag hier. Aber trotzdem ist es natürlich für mich heute ein ganz, ganz besonderer Moment. Und dann freue ich mich, dass du mir das Auto lieferst. Und ja, dann zeigen wir den Zuschauern mal, wie so eine Auslieferung bei uns abläuft. Genau. Würde ich sagen. Ich würde sagen, wir lüften mal das Geheimnis. Wow. Frank, wieso ist der nicht Viola Hongkong? Ja, gute Frage. Du weißt, Viola Hongkong ist eine meiner Lieblingsfarben, aber ich habe als kleines Kind immer von einem schwarzen Ferrari geträumt und nicht von einem roten wie viele anderen. Ja, ich arbeite jetzt 7 Jahre für diese Marke und ich wurde immer mehr in den Bann gezogen und das war auch der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, obwohl ich ja die Möglichkeit habe, jeden Tag die neuesten Modelle zu fahren, einen eigenen Ferrari zu bestellen und der sollte dann auch den Kindheitsträumen entsprechend schwarz sein. Sieht auf jeden Fall sensationell aus. Du hast aber zumindest das Viola Hongkong Einstecktuch dabei. Genau. Da kann nichts mehr schief gehen. Also, wenn man aufs Detail achtet, ist es unheimlich verliebt dieses Auto, auch mit der italienischen Flagge in der Kopfstütze, finde ich super. Ich meine, ich weiß ja, wie wir den noch zusammen ausgestattet haben. Und jetzt steht er hier. Ja, das musste also sein. So eine kleine italienische Note braucht das Auto, finde ich. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, ziemlich klassisch, sportiv, wie auch immer man es nennen mag. Ich finde es total schick, total elegant und trotzdem diese Ferrari-DNA drin. Ja, optisch für mich ein absolutes Highlight. Und jeder, der mich kennt, weiß, Ferrari fahren ist das Nonplusultra. Und wenn man Ferrari offen fahren kann, ja, das ist nochmal, das toppt das alles nochmal eine Runde. Das Auto haben wir gelüftet, aber man kann das Auto nicht bewegen, wenn man den Schlüssel nicht hat. Und da kommen wir ans nächste Highlight bei der Auslieferung, ist eine wunderschöne Carbon-Box. Es ist eigentlich ein Humidor und wie bei einer Uhr in einer Box präsentiert, haben wir hier das Modellauto zusammen mit dem Fahrzeugschlüssel, was man sich auf den Schreibtisch stellen kann oder wo auch immer. Und das kann man als Humidor benutzen. Also da ist ein Befeuchter drin und ein Trennteil, damit man verschiedene Zigarren aufbewahren kann. Oder man nimmt das einfach als Box, so wie hier, und lässt den Schlüssel da drin. Ja, ich kenne diese Box natürlich, aber wenn es die eigene ist, freut man sich umso mehr. Wirklich klasse. Ja, was wahnsinnig wichtig ist, ist bei diesen Autos natürlich, weil die meisten Fahrzeuge dieser Art ja nicht jeden Tag bewegt werden, ganz wichtig ist, dass dieses Auto am Batterieerhaltungsgerät steht. Auch hier sind wir bestens vorbereitet. Ja, dann zeigen wir mal, was eigentlich in so einem Lieferumfang enthalten ist. Ja? Was wir immer dabei haben, ist ein... Ich darf dir den Schlüssel schon mal geben. Dankeschön. Ein Batterieerhaltungsgerät. Das ist immer dabei von Ferrari.
Und mit diesem Batterieerhaltungsgerät, ja, es ist wie ein Batteriewächter, der die Zeit, wo das Auto nicht bewegt wird, eben die Batterie erhält, weil doch tatsächlich sehr viele Verbraucher im Fahrzeug arbeiten. Was aber das eine ist, dass es natürlich toll ist, dass es dabei ist. Das andere Tolle ist natürlich, wie wir ihn anschließen. Wir haben hinten am Kennzeichenhalter einen Magnetverschluss. Das heißt, eine Seite kommt in eine Steckdose, die andere Seite einfach nur an den Magnet und nirgendwo irgendwie an die Batterie oder sonst Zigarettenanzünder, Fenster auf und solche durch Themen. Durch die Tür oder so, sondern von außen einfach Magnetanschluss, perfekt. Also es ist eine sehr tolle Lösung von Ferrari und wie gesagt, es ist immer dabei. Dann haben wir ein Paletto, auch immer dabei. Das ist serienmäßig, kommt in einer roten Tasche, wird immer mitgeliefert. Damit kann man quasi das Auto abdecken. Und dann steht es in der Garage, gerade bei einem dunklen Auto, immer frisch geputzt und fahrbereit. Der Schlafanzug des Autos. Genau. Verbandskasten selbstverständlich auch mit drin. Ein Tire-Fit-System haben wir mit drin. Ja. Ja, und dann haben wir die Plakette des Fahrzeugs mit Fahrgestellnummer, mit der ganzen Ausstattung, die wir hier gewählt haben, einfach da nochmal einfach so eine Personalisierung des Fahrzeugs aufgelistet, finde ich auch sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, wenn wir gerade so in diesem Flow sind, zeigen wir euch noch die Motorabdeckung bzw. den Motor, weil hingegen zum Tributo sieht man den ja immer und hier muss man schon mal die Klappe öffnen, um dieses Aggregat zu sehen. Man sieht nicht allzu viel, weil er natürlich ein Mittelmotor ist und kein Heckmotor und deshalb ist er ziemlich mittig verbaut. Ja, ist V8, Biturbo, 720 PS und das ist wahrscheinlich der beste Motor, den es überhaupt gibt, weil er die letzten 20 Jahre ständig irgendwelche Preise gewonnen hat, Engine of the Year mehrfach war. Und ich glaube auch Engine der letzten beiden Dekaden war, also das ist ein Aggregat, ja, wahrscheinlich ja, zählt das zu den besten Motoren der Welt. Ja, bei so einer Auslieferung immer mal den Motor anschauen, das ist eben bei einer Ferrari-Auslieferung so, das muss man einmal gesehen haben. Ja, ja, definitiv. Okay, Aras, dann machen wir das Schriftliche und ich würde sagen, die erste Fahrt mache ich gerne mit dir und nehmen auch unsere Zuschauer wieder mit. Und das machen wir dann im nächsten Video, dass wir eine kleine Tour machen, wir beide in meinem allerersten Fahr ich Ferrari. Zuerst oder fährst du? Ich würde sagen, dass ich zuerst fahre und wenn ich gut drauf bin, lasse ich dich auch noch hin mit rein. Ja, Frank. Okay, jetzt haben wir alles unterschrieben. Wie du weißt, ne, du kennst natürlich unser Auslieferungsgeschenk, ne, wer italienische Produkte oder italienische Autos mag, der mag ja auch italienisch essen. Und hier ist ein 30 Jahre alter Balsamico mit einer Grußkarte von unserem Geschäftsführer. Wer das wohl sein mag. Wer das wohl sein mag. Und dazu muss man sagen, der kommt auch noch aus Modena. Also auch da wieder der Bezug zum Auto. Achat, ich freue mich total. Vielen Dank. Endlich habe ich auch einen. Und ja. Ich habe gesagt, irgendwas Besonderes muss ich mir ja noch einfallen lassen für so eine besondere Übergabe heute. Da bin ich mal gespannt. Da gibt es einen wunderschönen Umschlag mit einer Lithografie von deinem Auto. Wow. Mit Zeichnung, mit Fahrgestellnummer. Das ist dein Auto, das ist deine Farbe, das sind deine Bremszettel, deine Logos. Also das ist dein Auto. Wahnsinn. Ja, cool. Etwas für die Garage. Wunderschön. Ja, cool. Das bekommt einen Ehrenplatz. Vielleicht hänge ich sogar ins Büro. Wer weiß. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt würde ich sagen, löse ich mein Versprechen ein oder wie? Und wir beide gehen auf Tour. Und das machen wir aber in einem separaten Video, weil wir ja die Kapazitäten nicht sprengen wollen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch mal Eindrücke vermitteln, wie das so abläuft bei uns mit einer Fahrzeugauslieferung. Hier sind wir in der Auslieferungshalle oder in unserer Auslieferungsbox. Sehr privat. Können beide Türen zumachen, so haben wir unsere Ruhe hier. Abonniert uns weiterhin, liked uns, schaut unsere Videos, macht uns tierisch viel Spaß. Und wir sagen auf bald und ciao. Ciao. Tschüss.